Servus zusammen, die Party ist in vollem Gange. Absolut grandios, was hier bei den Indizes gerade in den USA auch los ist. Ich freue mich wirklich, dass wir uns hier gut positionieren können. Ich freue mich natürlich auch über das, was ich privat mache. Ich bin ja selbst auch Händler und zeige hier jeden Morgen auch die Analysen, die ich selbstverständlich für meine eigene Handelsvorbereitung mitnutze. Und ich freue mich für all diejenigen, die hier jeden Morgen auch super die Chancen mitnehmen können. Und deswegen bin ich heute besonders froh, dass wir hier wieder ein paar schöne Setups haben. Wir schauen zunächst erst einmal aber auf Euro-US-Dollar. Man sieht es hinten im Hintergrund. Explosionsgefahr im Euro-US-Dollar. Und das kommt nicht von irgendwoher, sondern... Wir haben heute EZB-Sitzung. Im Vorfeld der EZB-Sitzung ist es immer ein bisschen schwierig, genau zu sagen, wo es hingeht. Aber, Guys, wenn die richtigen Nachrichten kommen, dann kann es hier richtig knallen. Und zwar in beide Richtungen. Und das gibt der Chart auch her. Das ist tricky. Aber deswegen schauen wir da hin und genau. Deswegen ist es halt so wichtig, dass sich jeder, der hier zuschaut und das Ganze tradet, einen Plan macht und die Spuren in den Charts richtig liest. Das konnte man gestern übrigens auch sehr, sehr schön in den US-Indizes machen. Das Ganze lesen, das ist einfach nur grandios, was dort passiert. Zunächst erst einmal allerdings der Blick hier kurz auf den Risikohinweis. Ich bitte wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Damit hätten wir das und damit mache ich auch gleich mal noch die Chats an dieser Stelle auf hier und sage allen, die hier auch live zuschauen, danke für die Zeit und natürlich, wer mag, gerne rein in die Chats ähm, ja, den ein oder anderen Wunschmarkt oder aber hey, guys, gebt mir Thumbs up, ich will wissen, dass auch technisch alles passt, das Ton. Und Bild gut sind. Auf Facebook sehe ich es schon. Das passt super. Zoom habe ich noch keine Rückmeldung. Ich hoffe, dort läuft aber alles auch ganz normal. Das war der Blick auf das Risiko. Es ist im Trading ja immer vorhanden und deswegen gehen wir kurz drauf ein. Aber heute die Nachrichtenlage. Äh 13.45 Uhr geht es hier los. Und zwar bekommen wir da die Zinsentscheidung der EZB. Da wird nicht viel passieren. Also, ähm, man geht nicht davon aus, dass die EZB irgendwas am Leitzins macht. Dafür schaut man allerdings ganz genau um 14.30 Uhr auf die Pressekonferenz und dort wird man mit megamäßig gespitzten Ohren lauschen und vor allen Dingen auch zwischen den Zeilen lesen, was erzählt wird. Denn das ist nämlich sehr, sehr wichtig für. Das Thema Unterstützung der EZB für die schwächelnde Wirtschaft, da schaut man hin. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage Explosionsgefahr. Da steckt Dynamit im Euro, US-Dollar und die Lunte. Ja, wer hat die Lunte in der Hand? Die Lunte hat die EZB in der Hand. Es ist halt dann am Ende nur die Frage, wenn die Lunte tatsächlich gezündet wird, in welche Richtung der Markt abschiebt. Und das schauen wir uns genauer an, weil wir haben wichtige Marker dazu im Chart. Und da gucken wir ganz, ganz genau hin. Das Ganze Richtung EZB. Dann gibt es ein bisschen mehr heute noch aus den USA. Das Thema Bauen steht auf der Uhr. Die Baugenehmigung gibt es um 14.30 Uhr, beziehungsweise die Baugebinne für den äh, Dezember und die Wohnungsbaubeginne. Dann gibt es um 14.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und das bitte, bitte nicht vergessen. Der Arbeitsmarkt in den USA ist sehr, sehr angespannt. Deswegen wird es auch Hilfen geben für die US-Bevölkerung, die wirklich äh, arg gebeutelt ist durch äh, die Corona-Krise. Da gibt es weitere Checks. 1.400 Dollar sind wo im Gespräch, was gezahlt wird. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Äh, worauf man hier auch achten muss, ist dann, wie der Markt darauf reagiert. Das, wie schon gesagt, bekommen wir um 14.30 Uhr. 14.30 Uhr gibt es dann auch noch den Fed herstellungsindex Und hier erwarten die Analysten ein, einen Anstieg von 9,1 auf 12. Das ist das, was wir hier sozusagen in diesem, ja, sage ich mal, Bericht heute und hier erwarten. Und dann gibt es auch noch den Blick in die Beschäftigung. Das zur aktuellen Nachrichtenlage und zum Thema Nachrichtenlage und auch äh, Wirtschaftsentwicklung möchte ich kurz noch ein kleines Avis geben für morgen. Morgen ist ja wieder Freitag. Gott, die Woche rennt einfach so weg. Das ist Wahnsinn. Ähm, wir schauen am Freitagmorgen sozusagen. An dieser Stelle wieder natürlich auf die großen Indizes. Wir machen hier den Blick, den Rundumschlag sozusagen und dort auch gerne weitere Indizes. Wir haben den Nikkei beispielsweise. War es der Nikkei? Muss ich gleich mal kurz gucken. Aber einer der Indizes war es auf 30 Jahre hoch. Ich glaube, es war der Nikkei. Kann aber auch der Hang Seng gewesen sein. Habe ich jetzt nicht genau im Blick. Ich habe es nur vorhin gesehen beim Durchschwenken. Aber es gibt eine Menge an Indizes, die wir hier bei Tickmill auch mit traden können und das schauen wir uns gerne an. Und wie schon gesagt, wer hier mal über den Tellerrand hinaus schauen will, also über den Dax und die US-Indizes hinaus gerne rein. Wir haben ja auch immer mal Fragen bekommen äh, zum FUCI 100 in letzter Zeit. Also wir nehmen uns morgen die Zeit, das zu machen, einfach mal in sich gehen. Vielleicht auch für mittelfristige Handelsstrategien. Ne? Wir haben ja im australischen Aktienindex äh, vor geraumer Zeit auch eine schöne Long-Strategie uns angeschaut, die hervorragend funktioniert und da kann man halt eine schöne Portfoliomischung machen, äh, um das Ganze hier reinzubringen, weil ich weiß, hier schauen ja auch immer mehr Traderinnen und Trader zu, die das Ganze nebenberuflich machen wollen und dass das Ganze funktioniert, zeige ich ja auch zusammen mit dem Martin Görsch in unserem Devisendienst beispielsweise, äh, wo wir im letzten Jahr über 900% Performance mit dem eingesetzten Kapital gemacht haben und das alles nebenberuflich. Da war nicht ein einziger Intraday-Trade dabei. Da sieht man mal, wie das Ganze gehen kann und deswegen blicken wir hier jeden Morgen auch auf die Märkte und wie schon gesagt, morgen geht es wieder breit in die Indizes und... Im, na sag ich mal, wirtschaftlichen Teil des Ganzen äh, formulierst mal so aus, werde ich nochmal auf das Thema der Inflation eingehen und ein paar, ein paar Sachen sagen, äh, sozusagen, wie man. Frühzeitig, ich rede jetzt nicht von einer Woche vorher, sondern ich rede wirklich frühzeitig, also so wie es die Notenbanken auch machen, wie man frühzeitig erkennen kann, dass es mit der Inflation ein Problem geben könnte, das hat nicht unbedingt Auswirkungen auf die jetzige Situation, aber wir wissen ja, dass die Märkte anfangen, Dinge frühzeitig einzukalkulieren, einzupreisen. Und das ist etwas, das ist genau die privaten Trader, man nennt das Ganze auch das Retail Trading, die haben halt immer das Problem, die reagieren erst, wenn das Kind ins Wasser gefallen ist oder in den Brunnen gefallen ist. Und das ist schwierig. Und man sollte auch als privater Händler die Möglichkeiten nutzen, früh genug sich vorzubereiten, um dann, wenn es soweit ist, genau zu wissen, was man tut, beziehungsweise schon die Veränderung auf dem Weg dahin wahrzunehmen. Das kann man lernen. Ja? Hat bei mir auch eine Weile gedauert, aber durch meine Ausbildung in der Bank bin ich sehr, sehr früh mit wirtschaftlichen Rahmendaten auch in Verbindung gekommen und habe dort viel gelernt. Man kann das lernen und es ist wichtig, dass man es lernt oder zumindest jeden Morgen hier zuschaut, weil da laufen solche Dinge natürlich immer mit über den Äther. Das zu, ja, den vorausblick für morgen und damit gehen wir in die charts ich mache wie immer hier jetzt das bild wieder größer damit man das ganze auch gut lesen kann sozusagen hier an dieser stelle hier mache ich auch in zoom das bild so groß dass jetzt jeder den chart lesen kann und damit würde ich sagen laufen wir mal los wir blicken hier rein an dieser stelle ähm, ja auf den euro. Euro-US-Dollar ist das, was wir jetzt hier live auf der Uhr mit haben. Ja, und wir sehen es. Moment, ich lösche mal kurz die Linien raus, die wir mit Blick äh, in diesen Chart noch nicht brauchen. Ja, ich weiß, der Seidel, äh, der kommt schon wieder angerannt hier mit dem Wochenchart <laughs> und will uns gleich was kurzfristiges erzählen. Ähm, die, die hier schon länger zuschauen, wissen, warum ich gerne mal in den Wochenchart reinschaue. Weil. Das große, große Geld äh, ist nicht im 5-Minuten-Chart unterwegs. Ne? Das große Geld verdient sein Geld, also seine Rendite, über die großen Zeiteinheiten. Man positioniert sich in großen Zeiteinheiten für lange Schwünge. Und deswegen ist es so wichtig, in die großen Zeiteinheiten reinzuschauen. Ne? Warum das so ist, wir sehen es hier. Schaut mal, das ist ein Wochenchart. Hier oben war ein riesengroßer Bereich. Wo eine Umkehrphase war, hier oben um die 1,235. Und dann ging es runter von 1,23 hier unten rein bis auf 1, ach, ich weiß gar nicht, wo es war, unter der Marke von 1,06 auf alle Fälle, mal grob. Na, guck mal nicht auf den Cent. Der Cent ist natürlich im kurzfristigen Trading wichtig, aber man es halt. Ja, und da muss sich halt jeder kurzfristige Trader die Frage stellen: Hat er denn schon mal so ein Rang geschafft? Ja, wenn nein, muss man sich wirklich auch mal die Frage stellen: Hat man vielleicht nicht alles im Blick, was man braucht, um eine vernünftige Mischung hinzubekommen? Ne? Jemand, der sich sagt, der sich nur sagt, ich will nur intraday Trading, der schaut aber trotzdem bitte auf solche Marken, denn hier kommt Bewegung rein, weil das sind natürlich auch Verteidigungslinien, wenn man es mal so aussprechen möchte. Und deswegen muss man schauen, dort wo das Geld dann plötzlich wieder fließt und Bewegung reinkommt, kommt die Bewegung ja in den kleinen genauso wie auch in den großen Zeiteinheiten rein und deswegen blicken wir jetzt hier im Euro US Dollar auf den Wochenchart und da sehen wir ganz klar oben einen sage ich mal Anstieg auf 12350 in etwa oder in das Widerstandslevel hier oben rein äh, im Spike und dann der Abverkauf. Das heißt hier oben ist ziemlich viel ähm, Verkaufsdruck reingekommen, sonst würden wir nicht unten stehen. Jetzt sind wir runtergefallen auf die Marke hier in diesem Drehlevel 126 oder 1.2060 hier äh, in diesem Rahmenfeld. Und das Thema ist wichtig. Dort ist ein Supportbereich. Und wir sehen es halt, wir sind hier gerade verortet in dem Aufwärtstrend der Woche. Und dieser Aufwärtstrend, ich kann das ganz kurz mal hier reinblenden. Ich mache mal kurz äh, die, 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 den Entry-Bar rein hier im MTO in Live-Signal. Schaut mal. Das ist alles Korrektur dieses starken Aufwärtsarms, gemerkt auf Wochenbasis. Das muss man immer so ein bisschen mit dem Blick haben. Denn wir haben auf Tagesbasis momentan einen astreinen Abwärtstrend. Und der ist richtungsführend auf Tagesbasis. Und den darf man auch überhaupt nicht außer Acht lassen. Denn der ist wichtig. Bei dessen Fortsetzung können wir relativ flott dann auch nach unten laufen. Das ist das, worauf wir gleich im Kleineren mit schauen. Das heißt, hier müssen wir jetzt erst einmal schauen, was passiert denn um die Marke von 1,20,60? Fallen wir unten drunter durch? Haben wir erstmal den nächstgrößeren Auffangbereich, hier, den wir auf der Wochenbasis sehen, äh, grob über den Daumen bei 1,1965. Also das ist dieses Level hier, als sich dieser Trend entsprechend fortgesetzt hat. Hier, ich mache es nochmal ganz kurz rein. Also hier, dieser Aufwärtstrend hier, als wir hier drüber gelaufen sind, über diesen grünen markierten Bereich. Das war Trendfortsetzung zur Oberseite hin. Tja, und ich muss sagen, das ist jetzt die Bewegung, die Korrektur der Bewegung. Ne? Wir haben zwei fallende Handelswochen gesehen. Jetzt schwankt. Der Markt so ein bisschen her. Wir haben Potenzial zur Oberseite genauso wie wir auch das Potenzial zur Unterseite haben. Und das schauen wir uns jetzt mal zunächst auf dem Tageschart an. Und da habe ich ein paar Markierungen reingelegt an dieser Stelle. Und diese Markierungen sind jetzt wichtig. Also was wir gesehen haben gerade natürlich im Großen diese der Deckel oben drauf bei 1,2350 und hier äh, der nächstgrößere Unterstützungsbereich im Wochenchart bei 1,1965. Das ist Nummer 1. Jetzt kommt allerdings drauf an, und da mache ich mal den Zeitrahmen hier rein. Das ist der Tageschart. Ne? Hier hat man den letzten Bewegungsarm, der fing irgendwo hier unten an, um die 1,1550, in etwa, zack, schön nach oben gelaufen. Ja? Hier Doppelboden gehabt und dann zack, nach oben rein. Schön trendig gelaufen, die ganze Geschichte. Jetzt haben wir den Bruch dieses Aufwärtstrends, dieses schönen Bewegungsarms hier oben der ist geführt durch einen Abwärtstrend. Und jetzt kommt es halt genau drauf an, hinzuschauen, was passiert an dieser Stelle. Und da könnte die EZB heute tatsächlich das Zünglein an der Waage sein, ob es hier zur Trendfortsetzung kommt, also sozusagen äh, zur Fortsetzung unter das aktuelle Tief, was wir hier unten gehabt haben. Das haben wir liegen bei, das Low bei 1,2053, also bei knapp 1,2054. Moment, ich mache es mal richtig rein. Grob gesagt hier... 54, zack, da haben wir es. So, das ist jetzt der entscheidende Punkt hier unten. Das heißt, wir haben zwei äh, wichtige Linien im heutigen Handelstag. Das ist einmal das Tageshoch von gestern. Das ist momentan auch das Hoch der aktuell laufenden Korrektur. Und. Wenn wir uns das Hoch der aktuell laufenden Korrektur anschauen, sehen wir auch, ich habe hier noch einen anderen Bereich markiert. Und zwar äh, an dieser Stelle dieses Level hier um die Marke von 1,2140. Das ist ein Verkaufsbereich. Ne? Hier sehen wir es. Hier kam es dazu, hier erst einmal, dass der Markt noch gehalten hat. Und dann wurde aus dieser ehemaligen Unterstützung der Widerstandsbereich. Der ist momentan sehr aktiv. Ne? Hier sind wir vorgestern reingelaufen und dann ging es nochmal kurz runter, dann ging es gestern drüber, dann ging es deutlich runter. Und jetzt kommt es tatsächlich darauf an, wie verhält sich hier der Markt? Schub oben drüber, möglicherweise ausgelöst durch die EZB. Nachhaltiger ist es oft, wenn es nach so einem Event in Ruhe dort drüber geht. Dann haben wir die Chance, erst einmal Thema Korrekturausweitung. Ich mache es nochmal kurz rein, der Entry-Bar hier. Wir sehen aktuelle Verordnung. Im Abwärtstrend, das sehen wir hier sehr, sehr schön, die Korrektur dehnt sich nach oben aus. Wir haben hier Luft im Sinne dieses Abwärtstrends bis 1,22,20 da oben rein. Das wäre Korrekturausdehnung und das ist übrigens auch das, was bitte für die kurzfristigen Trader. Der interessante Bereich ist ja, die Kurzfrist-Trader hier im Tag bitte nicht hier oben orientieren. Das ist was für die Swing-Traderinnen und Swing-Trader im Kurzfristbereich bitte in dem orientieren, wo auch normale Tagesschwankungen sind. Und wenn man da beispielsweise mal die Tagesschwankung der gestrigen Kerze nimmt und das auf den Tag heute drauf sitzt, dann sieht man halt, ist das schon eher relevant hier. Mit einer Wohler-Zunahme könnte es natürlich deutlich weiter in die ein oder andere Richtung laufen. Aber wir bleiben noch mal kurz beim Tagesschat. Läuft es oben drüber im Tagesschatt, Korrektur Ausdehnung erst einmal, hier oben rein, bis ins Zwischenhoch. Und wenn aus diesem Verkaufsbereich hier das auch noch überwunden wird, dann haben wir eine gute Trendumkehr auch auf oder Richtungsumkehr auf Tages- bzw. Wochenbasis, dann ist definitiv der Tagestrend wieder gebrochen und dann haben wir die Chance, dass wir eine Wochenkerze haben, die sich wieder zur Oberseite hin orientiert. Und da muss man genau hinschauen, das Zusammenspiel zwischen USA und dem und Europa, wie wir hier das Ganze auszuschauen haben. Wenn die Geldpolitik in den USA deutlich lockerer ist als hier in Europa, dann werden wir wieder eine Schwächung des US-Dollars sehen. Und das hat dann zur Folge, dass der Euro weiter nach oben hin. Ansteigt. Das muss man so ein bisschen mit im Blick haben, genau dieses feine Zusammenspiel an dieser Stelle dort ähm, und auch das Thema Inflation. Aber wie schon gesagt, dazu morgen mehr. Dazu gerne auch die ein oder andere Frage hier in den Raum stellen, da antworte ich gerne drauf. Ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Also das die Oberseite. Bei der Unterseite müssen wir sehen hier unten unter 1,20,54 kommt zur Trendfortsetzung und wenn wir dort einfach mal schauen, mal diese Spanne hier äh, zwischen dem Hoch und dem Tief grob über den Daumen nehmen. Da laufen wir mal locker hier unten rein Richtung dem Zwischentief, dem Auffangbereich, nicht dem Zwischentief, dem Auffangbereich hier, diesen Drehwechselbereich um die 1,1965. Und wenn es dann richtig heftig zur Sache geht, haben wir hier den nächsten Auffangbereich um die 1,1920. Tiefer unten die Trendlevel. Ich habe mal noch das nächste Trend-Zwischentief oder den Bereich innerhalb dieser Aufwärtsphase hier aufgemacht. Der Auffangbereich wäre dann die 1,1810. Das wäre dann wirklich mittelfristig, also auch nicht für den Intraday-Bereich geeignet, sondern sondern eher für die Swing Trader den Weg nach unten zu begleiten. Das wäre dann die Ausdehnung der Korrektiven, äh, der Gegenbewegung im äh, Wochenchart, sozusagen der Korrektur. Das wäre dann Fortsetzung des Ganzen hier im Tageschart zur Unterseite. Und jetzt schauen wir uns das ganze Bild nochmal für die Kurzfrist Trader an. Die haben es nämlich hier mit den kleineren Zeiteinheiten zu tun. Und da sehen wir hier mal den 4-Stunden-Chart. Und da ist ganz klar ersichtlich hier, das ist der Abwärtstrend, den wir uns gerade auf der Tagesbasis angeschaut haben. Und hier stellt sich jetzt tatsächlich die Frage, wie geht es denn weiter? Denn, und jetzt muss ich wieder mal kurz zum Zeichentool greifen, wir haben natürlich hier momentan auch die Chance, dass wir einen Gegentrend bekommen. Und zwar hier an dieser Stelle ist schon ersichtlich eine erste Aufwärtsbewegung. Und das ist interessant über diesen Widerstandsbereich hier drüber. Dann jetzt die Korrektur. Und da stellt sich jetzt tatsächlich die Frage, Schafft es der Markt, das Bild zu machen? Also hier ein, tiefer, ein höheres Tief zu machen und dann hier oben drüber zu laufen. Dann haben wir nämlich erst einmal einen Aufwärtstrend laufen. Das ist die erste Geschichte. Und das zweite, auf das wir schauen müssen an dieser Stelle, ist im kleinen Bereich, und das ist wirklich der kleinere Bereich hier an dieser Stelle, schaut mal, was hier nach unten läuft oder was hier gelaufen ist. Das wäre sozusagen das hier. Also in dem kleinen Zeitbereich macht es wirklich Sinn, ganz, ganz genau hinzuschauen, wie sich die Trends entsprechend entwickelt haben. Und da haben wir halt hier, schaut mal, hier ging es nach unten, hier ging es in die Korrektur rein, das ist der letzte Bewegungsarm. Und da ist jetzt die Frage, was macht der Markt? Wenn er es tatsächlich schafft, hier an dieser Stelle den Aufwärtstrend nach oben zu schieben, ist der nächste Anlaufpunkt mal dieses Level. Und wenn er diese Marke, ne, grob 1,21,80 rauszunehmen, dann hat er nämlich. Diesen kurzfristigen Trend erstmal gebrochen und dann haben wir die Anlauflevel hier liegen. Oben 1,22,20 und wenn er das auch nach rauf nimmt, hier nächster Punkt, die Marke von über den Daumen, ganz grob nur genannt. Ne? Das äh, ist wichtig, die Marke von 1,22,80 in etwa und dann gehen wir schon hoch aufs Zwischenhoch in den Widerstand bei 1,2350. Also es ist extrem spannend, was wir hier sehen, auch für eine Umkehr zur Oberseite hin. Deswegen heute wirklich Blick auf diese Währung und das Ganze auch immer mit dem Hinterkopf, wenn die EZB dann tagt bzw. wenn die Pressekonferenz anfängt. Da wird es sehr, sehr spannend zu sehen, was hier entsprechend losgeht. Das ist der Blick in den Euro und dann hatte ich gesagt, blicken wir in den weiteren Währungen heute auf aus Euro, austral Dollar. und ich habe ein bisschen WTI auf der Uhr, also was heißt ein bisschen, wir schauen heute mal wieder ins Öl und das Ganze schauen wir uns an. Ich sehe gerade auch eine Frage, was bedeutet es für die Aktienmärkte, wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar fällt? Christian, dieses Thema nehme ich für morgen mit rein. Ähm, das stelle ich mir morgen mit auf die Uhr. Danke für die Frage. Das besprechen wir dann morgen. Das hat, äh, einfach etwas, äh, braucht etwas mehr Zeit. Und das würde heute den Rahmen für die Handelsvorbereitung sprengen. Also, jetzt der Blick auf das Währungspaar euro austral -Dollar. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo ist er hin? Euro-Austral-Dollar. Hier. Zack. Bam. So, wir sehen im 4-Stunden-Chart. Eine Bodenbildung. Ich gehe mal ganz kurz in den Tageschart rein. Wir sehen es, der Tageschart momentan gehämmert short. Also alles nach unten gerichtet hier. Und zwar schon seit geraumer Zeit. Und alles, was mal mit Anstiegen zu tun hatte, wurde wieder abverkauft. Aktuell sind wir hier in einem Level verortet, wo wir wirklich aktuell tatsächlich an einer Art Bodenbildung arbeiten. Deswegen habe ich diesen Chart heute tatsächlich auf der Uhr äh, das Ganze mal mitgebracht. Denn worauf kommt es mir an? Wir gehen gleich ins kleinere Bild rein. Mir kommt es hier drauf an, was hier oben passiert. Wir sehen es, wir sind hier schon mal über die Marke von 1,5745 drüber gelaufen. Dann in eine starke Abwärtsbewegung und jetzt fängt sich der Markt schon wieder hier unten im Bereich des Zwischentiefs ganz grob um die Marke von naja, etwas unter 1,56. Und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, denn. Hier hat sich eine Art Trading Range ausgebildet, wo wir momentan wieder unten stehen. Wir sind aktuell weiterhin verortet hier. Ich zeige es euch mal an, in einem Abwärtstrend. Und der Abwärtstrend hat quasi hier an dieser Stelle äh, seinen lang laufenden und ausgedehnten äh, Bewegungsarm zur Unterseite gehabt. Und jetzt haben wir hier eine Bodenbildung. Und das ist sehr, sehr spannend. Deswegen schauen wir uns das ganze Thema mal in der kleineren Zeiteinheit an. Das heißt, hier der Blick in äh, den 4-Stunden-Chart. Da sehen wir, wie sich der Markt nach unten schlängelt hier. Schön der Abwärtstrend nach unten hin reingelaufen. Und wir sind jetzt sozusagen in einer ersten Aufwärtsdynamik im kleinsten. Ich mache mal kurz den kleinsten Zeitrahmen rein. Schaut mal hier. Hier hat sich der Trend nach oben hin entwickelt. Also ein ganz, ganz kleiner Trend. Das war der Korrekturarm. Dann gab es einen deutlichen Abverkauf. Und jetzt dreht der Markt hier unten plötzlich wieder um. Und das ist tatsächlich eine Chance für diejenigen, die sich sagen: Oh, Schaut mal hin, hier könnte sich was nach oben ergeben. Wir sind jetzt gerade im unteren Bereich der Range. Und das sind ja die wichtigen Fakten, wo man auch sagen kann, wenn es klappt, laufen wir hoch. Wenn nicht, können wir uns extrem eng absichern. Das sind die, sage ich mal, Trades. Mit dem geringsten Risiken. Also ich meine, das Risiko, dass ein Trade klappt oder nicht, ist ja immer das gleiche. Es ist immer 50-50. Davon mal abgesehen. Aber ähm, wenn man einfach sieht, wie klein äh, die Risikoschwelle hier ist, wie eng man sich absichern kann, das ist hier unten an dieser Marke sehr, sehr interessant. Das ist dasselbe, als wir hier oben standen. Ne? Hier haben wir sehr, sehr schnell die Umkehr bekommen und konnten uns extrem eng absichern. Dann ging es zack nach unten. Und jetzt haben wir halt die Chance, ohne tieferes Tief. Bezogen auf dieses Zwischentief nach oben zu laufen und wenn sich das Ganze nach oben ausbildet und wir jetzt von unten rauskommen Richtung Range Oberseite dann haben wir die Chancen erstens diesen Weg zu begleiten, zweitens tatsächlich dabei zu sein, wenn sich hier ein Aufwärtstrend bildet, also wenn der Markt es tatsächlich schafft, nach oben zu laufen. Und da bitte heute auch mit auf der Uhr haben: Was macht die EZB? Stärkt die oder schwächt die den Euro? Wenn sie den Euro stärkt, dann haben wir den Weg nach oben offen. Da erinnere ich bitte nochmal an das Bild mit der Waage, was ich gezeigt habe. Der stärkere Euro, der steht ja hier auf der linken Seite sozusagen, und die Preisseite ist der Australdollar, also das, was hier ist. Und wenn diese Waage hier unten nach unten läuft, geht die andere Seite natürlich nach oben, und da haben wir den Anstieg nach oben und das ist dann wichtig und wenn wir es hier sehen, dass der Markt von unten rauskommt, die Stärke wieder aufspielt, dann haben wir die Chancen oben reinzulaufen. Nächst größere Anlaufpunkt hier oben die Marke von 1,60 und wir sehen es hier haben wir noch ein paar schöne Zwischenanlaufpunkte hier die kleinen Hochs die liegen hier so eng beieinander, dass hier durchaus ordentlich Dynamik reinkommen kann zur Oberseite hin. Ich skizziere es einfach nur mal, damit jeder sieht wie eng das Ganze zusammensitzt und wenn wir hier tatsächlich die Absicherungsorders liegen haben dieser Händler die diesen Arm hier getradet haben, dann haben wir gute Chancen, dass hier ordentlich Kaufdynamik reinkommt. Die Entscheidung wird erst einmal fallen. Sollte der Markt hier unten hochlaufen, hier oben in diesem Drehbereich um die 1,57,45, das ist das entscheidende Level, ob wir hier durchlaufen oben rein oder nicht. Sehr, sehr spannend. Deswegen heute auf der Uhr, das Momentumumfeld ist hier definitiv gegeben. So, das wäre es dazu. Und dann schauen wir jetzt an dieser Stelle ja nochmal auf das Öl und da haben wir hier schön den Aufwärtstrend drinnen liegen aber und das ist jetzt echt total interessant ähm, was hier passiert im Öl ich muss mal ganz kurz schauen wenn ich mich recht erinnere hatten wir gestern äh, die US Ölzahlen bekommen Moment kleinen Augenblick ich muss mal kurz checken hier was da war, aber wir sind gut hochgelaufen und wir haben auf der Oberseite, haben wir quasi einen Top-Bereich. Also wir sind ja oben eingeklemmt zwischen äh, diesen Marken hier. Moment, ich mache es mal größer. Hier, das oben, die 1,51, ein paar eine 80 und die 1,53, ähm, 88 waren die Hochs. Da schwingen wir hin und her. So, und jetzt muss ich mal kurz schauen in die Nachrichten von gestern. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich gerade gesagt, hatten wir gestern die Ölzahlen, zumindest API. Da muss ich mal kurz schauen. Jawohl, da hatten wir eine Zunahme. Es war eine leichte Abnahme erwartet worden, aber wir haben eine Zunahme von 2,5 ähm, <laughs> Millionen Barrel gehabt. Sieht man hier ein bisschen, ist der Ölpreis ein bisschen runtergekommen. Ähm, Im Öl schauen wir uns jetzt mal die kleine Zeiteinheit an, denn. Wir sind hier in der Korrektur. Das muss man einfach sagen. Wir sehen es sehr, sehr deutlich. Heißt also hier ähm, an dieser Stelle, pff, äh, nee, API kommt nicht am Freitag, ähm, äh, Matthias. API hatten wir gestern bekommen. Die Zahlen äh, für die Rohöl-Lagerbestände, die offiziellen, die kommen morgen. API kam gestern. Ähm, Zumindest habe ich hier in meinem Kalender stehen, gestern 22.30 Uhr und die Zahl habe ich ja gerade auch vorgelesen. So, also das dazu. Und wir schauen jetzt mal ganz kurz hier rein, was ich meine an dieser Stelle ist halt hier. Schaut es euch an, das ist der Aufwärtstrend im Öl und das ist der Bewegungsarm. Und hier wechselt sich halt einiges immer wieder ab. Und wir sind halt hier unter wichtige Bereiche drunter gelaufen. Aber Moment, das ist das, was ich jetzt mal kurz einzeichne. Wenn wir uns dieses Gesamtbild mal anschauen wollen, sehen wir halt, dass die Korrektur hier am Laufen ist. Aber wir durchaus Chancen zur Oberseite haben. Und zwar genau durch diesen Sachverhalt, den wir hier haben. Schaut mal, ich skizziere es kurz ein hier. Der letzte Verlauf, wie ich schon gesagt, das ist nur das Kleine in der Umkehr hier. Der Bewegungsarm nach oben hin, der ist gebrochen worden, als wir hier unten drunter gelaufen sind. Ähm, heißt also an dieser Stelle, Moment, jetzt ist das Zeichentuch wieder weg. Die liebe Technik. So, da haben wir es jetzt, aber wirklich. Also hier, das ist das wichtige Level. Da sind wir drunter gelaufen, hier wo ich rot markiert habe, ähm, Da ging es erstmal in die Korrektur. Aber und jetzt das aber. hier ist es natürlich trendig ein bisschen nach unten gelaufen. Der Trend ist auch noch valide, aber und jetzt ist halt das große aber. was passiert jetzt? Laufen wir hoch, hier rein oder Moment sehen wir hier einfach nur eine tiefe Korrektur, also hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Jetzt haben wir hier so leicht den Korrekturverlauf hochgestringelt. Ich skizziere das jetzt einfach nur mal grob oben rein. Ne? Also dass der Bewegungsarm hier oben rein. Hier, wenn man jetzt sich das Kleine anschaut, ist dieser Bereich hier wichtig, das ist die Korrektur. Da ging es deutlich nach unten. Hier in diesem Level sozusagen ein Auffangbereich, der hat gehalten. Jetzt stellt sich halt die Frage: Sehen wir hier eine kleine Bärenflagge? Wenn ja, dann ganz klar. Fortsetzung nach unten in Richtung dieses Abwärtstrends. Ne? Da ist die Stunde noch nach unten gerichtet und da kommt es halt wirklich darauf an, wo fängt sich der Markt. Macht ein neues Tief? Dann müssen wir uns zur Unterseite orientieren. Ne? Das heißt, wir haben hier diese Level, die ich hier schon ein bisschen mit einskizziert habe, bis zum Tief und darunter dann hier die tieferen Auffangbereiche, um die Marken. 51, 45 und hier unten ein bisschen im Drehbereich 50, 30 bis 50, 40. Das ist das, was wir dort mal auf der Uhr haben, von der reinen Marke her. Ja. Und das ist das, was wir jetzt wirklich sehr, sehr schön sehen. Hier ist eine Korrektur da. Der Markt läuft hier nach oben rein. Ich mache mal kurz den Lower Timeframe rein und da sehen wir es hier. Das ging nach oben, jetzt nach unten. Im kleinsten trendet jetzt nach oben. Und wenn es in diesem Bereich, wo wir jetzt gerade verortet sind, und das ist jetzt die Feinheit, die wir hier haben, da wird eine Entscheidung getroffen, weil das Level, was wir hier in diesem Bereich haben, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Level. Das ist momentan der Widerstand. Und wenn der weggenommen wird, ist das eher ein Zeichen dafür, dass der Markt nach oben möchte als nach unten. Das wäre wichtig. Also dieser Schwankungsbereich hier ist sehr, sehr wichtig. Da muss es jetzt zur Trendfortsetzung kommen, oben drüber, dass wir die Chance haben, oben mit reinzulaufen. Passiert das nicht, dann wird es wichtig, was kommt unten. Und da haben wir hier unten diesen, ja, sag ich mal, Drehbereich um die 52,75. Fallen wir da unten drunter, kommt es zur Fortsetzung dieses Abwärtstrends hier nach unten. Und dann haben wir das, was ich gerade gesagt hatte. Die Unterseite wird dann wichtig mit der Korrekturausweitung auf das, was wir auf Tagesbasis momentan sehen. Und das Ganze haben wir dann hier, wenn ich mal kurz in den Tag mit reinschaue, das ist alles nur hier hin und her getingelt in dieser großen seitwärtsphase hier und da haben wir dann, wenn es hier tatsächlich unter das Tagestief von gestern fällt, erst einmal im Blick hier die 51, 80 in etwa unten rum, was Zwischentief ist und wenn es da drunter geht, dann haben wir einen Gegentrend auf Tagesbasis und dann können wir uns auch auf Tagesbasis erst einmal auf eine etwas tiefere Korrektur einstellen. Das wäre dann das sozusagen und da kommt es dann drauf an. Hier unten, da haben wir die Auffanglevel. Das ist ja das, was ich schon mal genannt hatte. Und das bleibt wirklich sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend zu sehen, was wird. Und deswegen haben wir Öl mit auf der Uhr. Und wenn wir uns den Wochenchart mal anschauen, ich hatte ja eine Sonderanalyse zum Research am Sonntag gemacht, die Wochenkerze der Vorwoche, die ist sozusagen weiterhin aktiv. Ja? Die Umkehrkerze ist da auf der Woche raus. Hier, Moment, ich wollte größer schalten. Hier, diese Kerze, die wir hier haben, die haben wir da. Und wenn die unterschritten wird, bestätigt sich das Ganze. Aber wir sehen, wie stark der Ölmarkt momentan auch ist. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Fakt. Aber es würde mich nicht wundern, äh, wenn wir sozusagen an dieser Stelle, ähm, an dieser Stelle äh, mittelfristig zumindest ähm, den, den Ölpreis weiterhin stark im Fokus haben, weil Biden ist ein Mensch, der will grüne Energie fordern und fördern. Und das Thema wird mittelfristig dazu, oder dafür Sorge tragen, dass der Bedarf, der Verbrauch an Öl sinkt. Das wird nicht heute kommen, auch nicht morgen. Ja, aber mittelfristig ähm, sollte man das schon auf der Uhr haben? Und das sind so die Szenarien, die ich auch gesagt habe. Das könnte durchaus kommen, auch wenn dieser Umkehr, dieser Umwandlungsprozess natürlich eine ganze Weile dauern sollte. Aber wenn wir einfach mal sehen, alleine das Thema der Automobilindustrie, wie stark die Automobilindustrie momentan die alternativen Antriebe sozusagen auf die Straße bringt und der ein oder andere Autohersteller schon in der naher Zukunft plant, neue Automobile ohne Verbrennungsprozess. Brennungsmotoren zu bauen, dann sieht man schon mal, dass zwar die Industrie länger brauchen wird, bis sie sich von den fossilen Brennstoffen als, als Energieträger verabschiedet, aber im privaten Bereich bzw. Im, im Kleintransportbereich hat man relativ schnell das Thema der E-Mobilität da. Und alleine das wird schon dafür sorgen, dass der Öl, äh, die Ölnachfrage sinken wird. Und die Industrie kommt natürlich hinten dran. Das dauert immer ein kleines bisschen länger, bis sowas kommt. Aber das ist der Weg, der hier mit guter Wahrscheinlichkeit bestritten wird. Und das ist das, was wir auf der Uhr haben müssen. Auch wenn der Ölpreis natürlich noch längere Zeit nach oben läuft, sollte man diese. Dinge sozusagen, die man hier auf der Uhr hat, beziehungsweise diese Dinge, die sich entwickeln, immer mit auf der Uhr haben. Und da hilft halt der Blick ins große Bild. Na, und wenn wir uns das ganz, ganz große Bild hier im Öl mal anschauen wollen, wir haben halt hier, ich meine, das ist jetzt gigantisch, dieses Bild, ja. Das ist jetzt, Leute, das ist ein Monatschart. Aber was haben wir denn im Monatschart? Der Preis hier, wir hatten im Jahr 2011 einen Ölpreis von hier oben. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es war. Was war denn hier oben das Hoch da? Haben wir gehabt, 114 Dollar. Ähm, jetzt stehen wir gerade bei ein paar in 50. Da sieht man schon, dass der Ölpreis stark fällt. Und es würde mich tatsächlich nicht wundern, ähm, wenn sich der Markt irgendwo an diesen letzten Verkaufslevels hier aufhängt und dann einen starken Abwärtstrend macht. Noch ist das nicht so weit, ja, aber. Es bleibt spannend und das sind die Punkte. Habt die als private Traderinnen und Trader immer auf der Uhr und danach passt das. Also danke heute fürs Zuschauen und ich sage Tschüss, bis morgen früh um 8.30 Uhr live in der Besprechung, dann wie immer ausgedehnt. Rückblick auf Nachrichten, Planung wichtiger Events für die nächste Woche. Check der großen Charts hier im Aktienbereich. Genügend Raum für Fragen. Da kommt dann auch die Frage äh, von Christian morgen mit ins Spiel, äh, was ein starker oder schwacher Euro für die Aktienmärkte bedeutet. All das besprechen wir dann morgen. Ich sage wie immer danke fürs Zuschauen und äh, ja, bis morgen um 8.30 Uhr. Live und exklusiv an dieser Stelle bei Tickmill Deutsch. Bis dahin. Tschüss.